weiß nicht, ob die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, in allen Details der Wahrheit entspricht. Aber dennoch glaube ich, dass ich die seltsamen Ereignisse, die sich in unserem Dorf zugetragen haben, erzählen muss, weil sie möglicherweise auf manche Vorgänge in diesem Land ein erhellendes Licht werfen können. Begonnen hat alles, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Reitunfall des Arztes. Vor nun schon fast 2 Monaten hat der Doktor einen Reitunfall gehabt. Dieser Unfall wurde verursacht durch ein in seinem Garten gespanntes Seil. Wir alle wissen, dass diejenigen, die für die schweren Verletzungen meines Sohnes, wie für die des Doktors verantwortlich sind, hier, unter uns, in diesem Raum sitzen. Im Dorf zurück entschloss ich mich, der Sache nachzugehen. Ich habe das Gefühl, er verschweigt etwas. Was? Neid, Stumpfsinn und Brutalität. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch ein Band gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern. Ich will dir nur helfen. Sei aufrichtig, Martin. Amen. Ja. Wir alle ahnten nicht, dass es der letzte Jahreswechsel im Frieden sein würde. Dass noch in diesem Jahr eine Umwälzung beginnen würde, wie sie keiner von uns auch nur im Entferntesten sich auszumalen in der Lage war.